Bei der Alzheimer-Erkrankung gibt es drei Stadien, die unterschieden werden können. Es beginnt mit kleinen Defiziten in komplizierten Handlungen, die aber den Alltag nicht wesentlich einschränken und der Patient auch keine Hilfe benötigt. Im zweiten Stadium benötigt der Patient zunehmend Hilfe in der Bewältigung alltäglicher Aktivitäten im Tagesablauf, das aber immer noch ermöglicht, dass der Patient zu Hause leben kann. Und letztlich im fortgeschrittenen Stadium ist der Patient auf völlige Hilfe angewiesen, die meist nur noch in einem Pflegeheim gegeben werden kann. Wenn jemand vermutet, er habe eine Demenz, eine Alzheimer-Krankheit, dann muss ich mit den Angehörigen und den Patienten sprechen, wie sind die Symptome, und dann tue ich ihn untersuchen. Ich mache Tests, ich mache einen Gedächtnistest, wo der Patient viele Wörter lesen muss und sich im Kopf merken muss. Ich lasse ihn Bilder anschauen und untersuche, ob er versteht den Hintergrund dieses Bildes, ob er versteht, um was es geht in dieser Szene. Oder ich lasse ihn einen Text lesen, wo er eben nicht lesen soll, sondern die Farben benennen, wo er abgelenkt wird durch die Worte, die Farbworte hier. Und wenn jemand das nicht kann, zeigt das, dass er sich leicht ablenken lässt. Hier zeigt es sich, ob jemand Dinge versteht, komplexe Zusammenhänge. Die galenischen Formen der medikamentösen Therapie bestehen grundsätzlich in einer oralen Form. Hier gibt es Tabletten, Kapseln, die geschluckt werden können. Neuerdings gibt es auch eine Schmelztablette, die direkt im Mund zergeht. Und auch ein neuer Ansatz ist der Patch, der vorzugsweise am Rücken aufgeklebt werden kann, einmal pro Tag gewechselt wird und in dem Sinn vom Patienten nicht ein Medikament zusätzlich geschluckt werden muss. Unter den nicht-medikamentösen Ansätzen, die von der Wirksamkeit her vergleichbar sind mit den medikamentösen, da gibt es Aktivitäten wie körperliche regelmäßige Aktivität, die wichtig ist, gesunde Ernährung, dann aber auch Gedächtnis- und Hirntraining, wie das zum Beispiel beim Tanzen oder beim Musizieren der Fall ist, und letztlich das Pflegen sozialer Kontakte. All diese Punkte haben sich als wirksam erwiesen in der Vorbeugung der Alzheimer-Erkrankung.